Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Lotus-Video hier auf diesem Kanal. Es handelt sich hier eigentlich eher um ein Re-Upload, denn es gab hier wohl doch einen großen Fehler tatsächlich, denn in der Version 0.4.0 ist natürlich ein neues Feature dazu gekommen, was wir uns heute mal anschauen wollen. Und zwar handelt sich das Ganze ja dabei um das neue IBIS-System, womit wir die Weichen halt dementsprechend stellen können. Und in meiner anfänglichen Anspiel-Session funktionierte das Ganze nicht, weswegen ich hier was gesagt hatte, was so nicht ganz stimmte, und das wollte ich hier dementsprechend korrigieren. Natürlich habt ihr mich, der ein oder andere mich darauf hingewiesen, und das muss natürlich ausgeräumt werden, weshalb das alte Video offline gegangen ist und das neue jetzt hier dementsprechend online geht. So, dementsprechend sind wir immer noch auf der Karte Diorama unterwegs. Das hat sich natürlich nichts verändert. Die Uhrzeit ist die gleiche. Andere Ausgangspositionen hier, wo unsere zwei GT6Ns natürlich stehen. Und sonst eigentlich alles das Gleiche, was sonst auch war. Aber um das Ganze natürlich hier zusammenzubündeln, handelt es sich hierbei natürlich um ein Update, was für den Multiplayer später halt wichtig ist, um das Ganze natürlich so realistisch wie möglich dementsprechend halt auch darzustellen. Und jetzt habe ich auch erfahren, dass das Ganze wohl in dem Multiplayer-Modus ist. Das Ganze kommt von einem User. Es handelt sich hierbei um ein Gerücht, ja, dass das Ganze wohl keine Kollision im Multiplayer haben wird, im Singleplayer allerdings schon. Also das ist aber, wie gesagt, mit einem Gerücht anzufassen. Man weiß halt nicht, wie weit derjenige damit vertraut ist mit der ganzen Thematik. Aber das soll uns heute gar nicht so großartig interessieren, denn wie gesagt, mir geht es heute eigentlich nur um das neue System mit dem Weichenstellen. Deswegen auch die Taste G nicht mehr benötigt wird eigentlich. Aber wollen wir uns das Ganze dementsprechend doch einfach mal anschauen. Deswegen rüsten wir unseren GT6N jetzt hier mal am besten auf und schauen mal, ob das Ganze heute funktioniert. Nein, wir müssen natürlich nach oben. Ja, dieses Video war natürlich dann online gewesen und da kamen natürlich schon die ersten Rückfragen, ja, aber so und so ist es doch, und dann ich dachte mir so, nee, das geht gar nicht. Da musste sie jetzt selber gucken. Ja, und witzigerweise funktionierte es dann wirklich. Also das war schon ein bisschen crazy, und natürlich versucht man dann halt denjenigen, der das natürlich aufnimmt, so ein bisschen abzustempeln, so ein Motto, ja, da hast du was falsch gemacht. Ich bin 100%, ich bin ja, ne, ich saß auch schon in der Straßenbahn und bin tatsächlich auch schon ein bisschen gefahren mit. Also ich weiß so in etwa, was ich für Knöpfe drücken muss und alles was, ja. Aber das hat vorhin einfach nicht funktioniert. Also da konnte ich mich anstellen, was ich wollte, das wollte nicht. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. So. Der Ton ist okay. Was ist jetzt eigentlich neu dazu gekommen mit dem Update 0.4.0? Das könnten wir vielleicht auch nochmal schnell erklären. Und zwar haben wir jetzt ja hier neue Signale dazu bekommen in der Ausfahrt hier vom Betriebshof. Und natürlich vor jede Weiche sind jetzt Signale aufgestellt worden. So wie haben wir hier oben das Schild mit dem W, was natürlich die Weiche kennzeichnet. Ja. Vor diesem W müssen wir schon die Richtung angeben, in welche Richtung wir dementsprechend fahren wollen. Also ob nun geradeaus, links oder rechts. Ja, also das müsst ihr dementsprechend jetzt hier schon im IBIS natürlich hier soweit schon einstellen. Da habt ihr jetzt hier diese drei neuen Knöpfe dazu bekommen. Also nicht dazu bekommen, die waren schon da, hatten nur keine Funktion. Jetzt haben sie allerdings eine Funktion und jetzt könnt ihr sie dementsprechend halt auch drücken. Jedes Mal, wenn ihr vor einem W steht oder langsam an das W ranrollt, müsst ihr dementsprechend schon der Weiche signalisieren, wie ihr fahren wollt. Wollt ihr nach rechts, nach links, geradeaus, ja, das stellt ihr dementsprechend halt so ein. Somit, wie gesagt, entfällt die komplette Taste G, also ihr braucht sie dann halt dementsprechend erstmal nicht. Das ist jetzt natürlich eine Theorie. Ob es natürlich in der Praxis funktioniert, schauen wir mal. Aktuell wollen wir mal gucken, wie die Weiche denn hier liegt. Die Weiche liegt jetzt hier aktuell nach geradeaus, ja, also wir würden jetzt geradeaus fahren. Fände ich persönlich, Ich überlege gerade, wir werden mal rechts rumfahren. Und deswegen, also wie gesagt, sie liegt jetzt hier. Schauen wir nochmal, liegt sie jetzt hier nach geradeaus. Also wollen wir jetzt nach rechts abfahren. Das heißt, wir müssen das Ganze vor dem W hier oben, vor dem W, müssen wir hier unten im IBIS auf rechts drücken. Das wollen wir mal probieren, das sollte dementsprechend funktionieren. So, rollen langsam ran. So, das W ist jetzt genau über uns. Wir drücken einmal. Und jetzt sollte auch dementsprechend das Signal kommen. Es kommt aber nicht. Jetzt ist es da, komischerweise. Alles klar. Und ihr seht, ja,
Die Weiche hat sich tatsächlich verstellt. Also sie ist jetzt wirklich, wurde komplett umgestellt, sodass wir jetzt nach rechts fahren können. Und das alles ohne die Taste G zu drücken. Was gibt's hier noch? An der Seite müsste ich ja eigentlich, könnten wir jetzt hier durchfahren. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht fast, dass wir jetzt hier die... Ja doch, müsst ihr alles, ne? Nee, stimmt schon alles. So. Fahren jetzt hier rum. Und dementsprechend sollte jetzt das Licht hier hinten sich jetzt dann wieder abschalten, sobald wir die Weiche verlassen haben. Allerdings, meiner Meinung nach, bleibt die Weiche dann auch so liegen in dieser Ausgangsposition. Die verändert sich halt dementsprechend erst, wenn wieder eine neue Anforderung kommt. Ja, also ihr seht, die Weiche bleibt auch so liegen. Also sie stellt sich halt nicht zurück oder sowas. Ne? Erst wenn jetzt die nächste Straßenbahn ankommt und jetzt sagt, sie möchte wieder geradeaus fahren, dann stellt sie sich halt dementsprechend neu. So, dann haben wir spannende Thematik hier. Ich überlege gerade, wie kann man das am besten machen? Eigentlich ist diese Stelle hier eigentlich total optimal. Hier werden wir jetzt hier kurz mal rückwärts setzen nochmal. Und wir werden jetzt mal mit dem Kollegen, mit unserem anderen Kollegen, werden wir hier in die Wendeschleife reinfahren und werden dementsprechend mal gucken, dass wir ihn jetzt bei der Weiterfahrt hindern, indem wir jetzt hier einfach sagen, wir fahren jetzt hier weiter. So. So, wir gehen auf Nummer sicher, drücken die Vorwärtstaste. Wir kriegen die Bestätigung, dass wir vorwärts fahren dürfen. Ja. Und somit gehen wir wirklich jetzt immer auf Nummer sicher. So, jetzt wollen wir natürlich in die Wendeschleife reinfahren. Das heißt, wir müssen nach rechts. So, wir bekommen rechts. Weiche stellt sich automatisch, ohne dass wir hier irgendwas drücken müssen. Und ja. Kuriositäten sage ich euch. Das ist kurios, dass das jetzt ganz so funktioniert hier. Wundervoll. Also dann ist es doch natürlich eine große Ergänzung mit dem neuen Update, dass wir das Ganze jetzt nicht mehr mit irgendeiner Taste G machen müssen, sondern dass wir das Ganze jetzt dementsprechend stellen können, ja, über das IBIS. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Genau. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was passiert denn jetzt nun, wenn jetzt der Kollege da steht. Wir fahren jetzt hier einfach raus, ja. Da haben wir wieder das sogenannte W. Und wir drücken jetzt vor dem W natürlich wieder die Taste nach links, denn wir wollen natürlich nach links. So, ihr seht, wir haben jetzt hier, ja, unsere Weiche zeigt jetzt nach links. Also wir können jetzt praktisch rauffahren ohne irgendwelche Probleme. Jetzt müsste natürlich hier bei der anderen Seite dementsprechend das gekennzeichnet sein, dass wir hier dementsprechend nicht rüberfahren dürfen. Ja? Und wie wir hier sehen, da oben sehen wir es auch. Es ist, wir können jetzt diese Weiche aktuell nicht befahren. Ja, also es würde jetzt einiges passieren, wenn wir jetzt einfach drauf zufahren würden. Und auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, wir möchten das Ganze jetzt auf geradeaus stellen. Ja, fahren jetzt ran, geradeaus. Extra mehrmals, ja, passiert nichts. Hier wäre allerdings noch, weiß ich nicht, wie das im Realen ist. Da muss ich mal meinen Kumpel fragen, der nun bei der BVG nochmal arbeitet, ob es da irgendwie so einen Fehlerton gibt. Wenn ich darauf drücke, ne, dass ich da so ein Feedback bekomme, so von wegen so, ja, ist nicht, die Weiche ist aktuell blockiert. Ja, meine, du hast ja hier zwar das Signal, ne, aber so im Ganzen weiß ich nicht, ob das da irgendwie was gibt. Ich, wie gesagt, also so tief stecke ich dann nun auch nicht in der Thematik drin. So, Kollege fährt. Mal ein bisschen schneller machen hier.
Fährt raus, wir haben immer noch das Gesperrzeichen. So, fährt weiter, verlässt die Weiche und wir kriegen jetzt, also die Lampe erlischt. Ja. Und jetzt wollen wir, dem wir jetzt nach vorwärts fahren wollen. Sind wir schon ein bisschen weiter? Okay, genau. Jetzt bekommen wir hier natürlich denn unsere Fahrt. Hier ist so ein bisschen nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wenn jetzt hier, weiß ich, gefühlt 3000 Kollegen rauskommen und der ist eine Millisekunde schneller, hat eine Millisekunde schneller gedrückt, steht der Kollege, der auf der Hauptstraße ist, ewig. Weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall eine super coole Funktion. Also jetzt funktioniert's. Also ich meine, klar, ich kann jetzt natürlich viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ja, aber es wollte irgendwie so recht nicht funktionieren. Deswegen wundert mich jetzt, dass es jetzt funktioniert. Das ist natürlich dieser sogenannte Vorführeffekt immer. Wundervoll, wundervoll. Ja, gut, das ist aber wie gesagt das neue Update, welches jetzt mit dazugekommen ist. Jetzt auch richtig klargestellt, dargestellt und hoffe natürlich, dass es dementsprechend jetzt auch so funktioniert. Ja, dass ihr das jetzt ab sofort so benutzen könnt. Und ja, tut mir natürlich leid, dass dieses erste Video dementsprechend so ein bisschen Verwirrung gestiftet hat. Deswegen habe ich das auch relativ schnell offline genommen. Ja. Der Steven, der hat uns da natürlich schnell beraten, wie das Ganze dementsprechend halt auch funktioniert und hat da auch gleich mal so ein Beweisvideo gemacht, dass das Ganze natürlich funktioniert. Ja, und man denkt dann immer so, du bist ein bisschen, ne? Ja, aber es wollte halt irgendwie gefühlt nicht, jetzt, ja, jetzt klappt's. Einziges, was ich noch nicht getestet habe, das muss man mal irgendwie mal im Laufe der Zeit mal so testen, was passiert, wenn ich jetzt die Weiche einfach umstelle, halt mit der Taste G? Angeblich soll es ja nicht funktionieren, laut den Patch Notes, ja. Würde mich mal aber jetzt interessieren, ob das nun doch funktioniert. Das Problem ist, das kannst du halt, kann man das hier auf der Dioramakarte irgendwie testen? Eigentlich nicht, ne? Ja, wohl. Wie würdest du die Weiche umstellen? Ja, so ganz geht das ja sowieso nicht, weil du fährst ja eh, wenn denn hintereinander, dann musst du es ja eh immer neu anmelden. Ja, also auf jeden Fall soll die Taste G denn dementsprechend nicht mehr funktionieren, wenn das Gleis schon, ich sag mal, bestellt ist, die Weiche schon bestellt ist, dann kannst du es halt dementsprechend nicht mehr umstellen mit der Taste G. Also so sieht halt die Theorie aus. Ne? Also werden wir uns mal definitiv mal anschauen, ob das wirklich so stimmt. Große Alternativen haben wir ja nicht, ne? Ist ja nur die Karte Diorama, die es ja aktuell bietet. Vielleicht kommt der München jetzt noch mit hinterher mit dem neuen Future, müssen wir mal abwarten. Und jetzt muss natürlich das Ganze dementsprechend umgebaut werden. Dazu gibt es natürlich auch neuen Content für den Map-Editor, dass ihr das Ganze dementsprechend natürlich auch auf eure Karte so installieren müsst. Ja, das ist natürlich nicht gleich von Hause aus vorhanden. Ja. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein von diesem kleinen Update-Video hier zu der Version 0.4.0. Das ist eigentlich schon eine relativ coole Sache, muss ich sagen. Ich habe das schon im letzten Video gesagt, ich finde das einfach fantastisch, wie viel Detail hier jetzt schon drin steckt. Wir reden hier immer noch von der Early Access, ja. Es ist noch nicht alles komplett da, aber jetzt artet das schon so ein bisschen in Arbeit aus. Ne, also muss man halt mal so sagen, wie es ist halt, ne? Also da muss man halt mal so schauen. Also ich freue mich drauf, was jetzt noch so in Zukunft in Lotus noch so alles auf uns wartet, was für technische Raffinessen, ja, also da werden wir auf jeden Fall schon einiges wahrscheinlich bluten können. Aber wenn das Ganze so dementsprechend weitergeht, wie es jetzt schon so der Fall ist, ja, wie es jetzt schon so ist, kann es einfach nur großartig werden, ja, ohne langes Rumgelaber hier jetzt einfach so. Und ich glaube, jetzt stimmt's auf jeden Fall, dieses Video. Wenn es stimmt, dann könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare posten. Es tut mir leid, dass ich, wie gesagt, das alte Video entfernen musste, aber das konnte ich so halt auch im Raum jetzt nicht stehen lassen, dass das Ganze jetzt dementsprechend so fehlerhaft war. Wenn euch das Video gefallen hat, dann den Daumen nach oben da lassen. Und sonst freue ich mich natürlich, wenn wir uns zum nächsten Video hier wiedersehen. Mal schauen, was uns dann erwartet hier in dem Lotus-Simulator. Und sonst, ja, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.